Herr Iohannis, Sie wurden mit dem Ehrenstern der Föderation geehrt. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie? Das bedeutet sehr viel für mich, weil praktisch Siebenbürger Sachsen, die in Siebenbürgen leben und durch das Deutsche Forum vertreten werden, und Siebenbürger Sachsen, die in Deutschland, in Österreich, in den USA, in Kanada leben, alle etwas gemeinsam haben, zwar etwas sehr Wichtiges. Wir tragen alle die gleiche Heimat im Herzen. Und von daher ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Verbandsmitgliedern, aber natürlich auch unsere Brückenfunktion, Brücke Rumänien-Deutschland, gut bekannt. Ich hoffe, dass es sich ausweitet zu einer Brücke für Europa. Das ist wichtig, weil es auch unsere Länder, in denen wir leben, alte Heimat und die neuen Heimaten, wenn man das so sagen kann, miteinander verbindet. Von daher finde ich, dass diese Auszeichnung, die mir heute verliehen wurde, zeigt, dass der Föderation diese Art Beziehungen wichtig sind. Seit 2000 sind Sie Bürgermeister der Stadt Hermannstadt. Wie steht die Stadt heute da im Vergleich zu der Stadt bei Ihrem Amtsantritt? Ich denke, Hermannstadt steht ganz gut da. Wir haben es geschafft, sehr viele Investoren vom Standort Hermannstadt zu überzeugen. Wir haben seit vielen Jahren keine Arbeitslosigkeit mehr in der Stadt. Wir haben zigtausende neue Arbeitsplätze. Dadurch, dass Hermannstadt 2007 europäische Kulturhauptstadt war, ist die Stadt sehr bekannt geworden. Wir haben die Stadt dafür auch hergerichtet und haben das nicht dabei gelassen. Wir arbeiten weiter an der Modernisierung, an der Infrastruktur der Stadt. Ich denke, Hermannstadt ist inzwischen eine moderne europäische Stadt. Die nationalliberale Partei hat bei den Europawahlen mit nur 15% enttäuscht. Krin Antonescu und Sie sind dann als Vorsitzender bzw. Vize zurückgetreten. Wie geht es mit der PNL weiter? Ja, die nationalliberale Partei wird weitermachen, wobei man muss das ein bisschen im Kontext sehen. Die 15% sind enttäuschend gewesen, weil wir uns 20 vorgenommen hatten. Nichtsdestotrotz, 15% ist das beste Resultat, was die nationalliberale Partei hier bei Wahlen dieser Art erzielt hat. Also von daher ist das nicht gerade so schlecht und kein Grund zur Traurigkeit. Wir sind jetzt natürlich parteiintern in einer Phase der Änderungen. Es wird aber gut weitergehen. Wir haben Ende Juni Parteikongress, da wird es dann einen neuen Vorstand geben. Und wir sind überzeugt, dass wir einen Kandidaten finden, der dann auch bei der Präsidentschaftswahl mit guten Chancen antreten wird. Zum Heimattag selber, hatten Sie die Möglichkeit, sich am Heimattag einige Programmpunkte anzuschauen oder haben Sie es noch vor? Ja, ich habe es noch vor. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und danke Ihnen. Danke, alles Gute. Dankeschön.